So, mittlerweile ist die XHD, also die Extreme Heavy Duty Fellschaufel S, ist fertig. Leider habe ich jetzt die Bauleitung nicht weiterverführt. Ich hatte Kundenaufträge, die wollte ich schnell abarbeiten. Da hatte ich keine Zeit für das Video schneiden. Aber hier ist sie. So, das sieht richtig mächtig aus. Richtig geniales Gerät. Sehr schön. Und wie ihr im Hintergrund seht, bin ich schon im richtigen Revier, denn jetzt wird das Ding getestet. Und zwar mache ich das wieder on-site, wie die Kletterer heißen. Also ich weiß nicht, was rauskommt. Möglicherweise taucht es nichts, möglicherweise total genial. Ihr seid dabei. Dankeschön. Bis gleich. Also das ist natürlich adäquates Baumaterial hier für eine Fellschlaufe. Durch Regen und Sonne extrem fest. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die XHD-Fellschaufel sich dort schlägt. Natürlich das obligatorische Baugerätewechsel. Unebener Untergrund, da kann man natürlich nicht absetzen. So, ja, das sieht doch schön aus. Also jetzt kommt der erste Stich, wie gesagt, ungeübt und ungeprobt. Jetzt kommt es aufs Ganze drauf an. Ja, anfänglich muss rein wie Butter. Jetzt scheint er richtig große Steine in den Weg zu legen. Auch wie knackt die, das ist echt der Hammer. Sehr schön. Cool. Wow, krass. Ja, so muss eine Extreme Heavy Duty stehen. Also X steht ja für Extreme. So muss das funktionieren. Ja, geil. Ja, schwieriges Gelände. Müssen wir noch ein bisschen üben. Junge, Junge, da liegen fette Brocken runter. Ja, das hatte ich alle rausgebrochen. Sieht klasse aus. Ja, genau. Cool. Also beim Einsatz vor der Wand ist das natürlich viel einfacher. Und dann fahre ich ja senkrecht davor und kann dann einen ganzen Schub in die Schaufel reinbringen, in die Schneide vorne rein. Und hier ist ja erstmal so, ich muss ja erstmal irgendwo rein. Ne? Ich muss erstmal reinschneiden. Und das tut die Schaufel hervorragend. Ne? Und wenn die denn ein bisschen voller wäre, dann hätte ich auch richtig Druck da drauf. Deswegen ist der Einsatz vor der Wand noch einfacher als hier so auf der planen Fläche. Aber ich bin trotzdem begeistert, dass die so losbricht hier. Das ist schön. Sehr, sehr gut. Cool.
also hier kann man auch sehen, mit welchem Material ich es hier zu tun habe. Also hier in dieser Senke hier, die habe ich nicht geschaufelt, sondern die haben die Hinterräder weggetragen, weil hier ist der Boden trocken mittlerweile und das haben die Hinterräder alle weggetan, weggedrängt. Und hier vorne ist eben so ein sehr kleihaltiger Boden. Der ist voll fest, der ist noch feucht, der klebt richtig hier. Und ja, also dass hier in die Schaufel überhaupt reinkommt, als Modell, man muss sich immer überlegen, ne? Wir sind ja hier in einer 1:1 Welt und hier haben wir einen Radler, der Modell. Und der muss jetzt mit dieser 1:1 Welt zurechtkommen. Also ich finde das schon echt krass und echt sensationell. Also diese Extreme Heavy Duty Schaufel, also die hier, die hat es richtig drauf. Das finde ich gut. Also wie verfestigt man das Material auch hier ist, ne, das kann man ja sehen. Also hier ist ja relativ kleines Loch, das sieht so aus. Und der Aushub, das ist schon ein ordentlicher Haufen hier. Also das ist schon erstaunlich, wie das Material komprimiert war und wie die Schaufel das alles rausgehoben hat. Also schon echt irre. Da bin ich total stolz drauf. Das ist eine schöne Schaufel geworden. Das macht richtig Spaß damit. Also hier ist so tonartiger Boden, versetzt mit kleinen und größeren Steinen. Das ist der Hammer. Der ist sowas von fest. Das ist echt irre. Und da ist echt bemerkenswert, wie die Schaufel sich hier reinarbeitet. Das ist echt schon irre. Selbst wenn man jetzt nur meint, da kommt nicht viel drauf. Aber das ist schon echt irre, wie der die hier abschält. Das ist schon echt erstklassig. Klasse. Echt der Hammer. Ich habe das vorhin mal mit Hand versucht. Das ist echt krass. Gut, das sieht jetzt so nicht so viel aus. Aber vielleicht sollte ich euch das mal mit Hand zeigen, wie das aussieht. So, ich nehme jetzt mal von Hand hier aus dem lehmigen Boden was raus, um einfach mal zu demonstrieren, wie das hier funktioniert. Also das ist echt extrem hart hier. Das ist, komme ich so gar nicht rein. So, genau. Ja, das war jetzt nicht gestellt. Ich hoffe, ich konnte euch davon überzeugen, was das hier wirklich für harte Arbeit ist für den Radlader und diese Extreme Fellschaufel S von den ganzen X, nämlich schon in, das hier ist übrigens L, das hier ist S. Extrem leistungsfähig, auch im harten und steinigen Boden. Ich bin davon überzeugt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.